In Haitis Hauptstadt Port-au-Prince ist es erneut zu Protesten gegen den Präsidenten Moïse gekommen. Die Demonstranten fordern den Rücktritt des von Korruptionsvorwürfen schwer belasteten Staatschefs. Der Präsident, die Senatoren, Gesetzgeber, Bürgermeister, Generaldirektoren, Minister, sie müssen alle gehen. Sie sind alle Diebe. Das System funktioniert nicht. Wir werden in zwei Gruppen aufgeteilt, die, die oben stehen und die, die unten sind. Und wo stehen wir? Alle öffentlichen Angestellten müssen gehen. Gegen den Präsidenten des verarmten Karibikstaates gibt es seit Monaten immer wieder heftige Proteste. Gewalttätige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften hatten in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass Schulen und Behörden geschlossen blieben und die Notversorgung durch Hilfsorganisationen eingestellt wurde.